Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und fröhliche und gesegnete Ostern wünsche ich jetzt einfach mal an dieser Stelle. Hat mir auch mit dem Set zu tun, das wir uns hier heute mal angucken. Es ist nämlich das offizielle Osterset 2017, sprich Ostereiersuche. Für 145 Teile zahlt man hier nur schlanke 9,99 Euro. Das geht auf jeden Fall. Und erschienen eben jetzt 2017. Zwei Minifiguren werden wir gleich entdecken und drei schöne Verstecke. Wo vielleicht der Osterhase, aber ich will mal noch nicht zu viel verraten. Die Spannung soll ja noch ein bisschen halten bleiben. Wobei, die Leute, die ja schon mein Live-Building gesehen haben, die haben das Set schon gesehen. Okay, alle anderen, jetzt wird spannend. Naja, wir sehen uns erstmal an, was wir hier so nach so ungefähr einer Viertelstunde gebaut haben. Das sehen wir da, die drei Verstecke, die Minifiguren und noch ein bisschen was an Kleinkram. Da haben wir erstmal Mami. Mami ist, ja, durchaus eine coole, wie man schon an ihrem T-Shirt oder Hemdchen sieht. Nicht nur, dass es gebunden ist, sondern schön so ein bisschen 70er-Jahre-mäßig mit dem Delfin. Und sie hat, wenn sie will, auf der Rückseite nämlich auch noch eine coole Sonnenbrille. Und wenn sie dann noch die Haare so neckisch, ja, gut, so sind sie, die Mamis von heute, ne? Schön, dass unser Junge da ein bisschen konservativer ist. Der hat nämlich dann auch ein Hemdchen an. Nämlich so ein kariertes zum Knöpfen und auch, ja, die Haare, nö, die sind schon noch ein bisschen geckiger geschnitten, hat nur ein Gesicht, der kann nur fröhlich mit Sommersprossen und er hat eine Lupe, natürlich, ja, wenn es mal wieder eher kleinere Eier gibt, ne, dann ist ganz gut, wenn man sie mit der Lupe finden würde. Ja, das zu meiner Jugend war es noch so, die konnte man auch mit bloßem Auge erkennen. Aber nun gut, die Zeiten ändern sich und wir sehen ja auch hier der kleine Korb für die Eier, da passt nicht viel rein. Gut, dass wir notfalls für die ganz großen Dinge auch noch eine Schubkarre in dem Set haben. Da steckt jetzt allerdings schon eine Möhre drin. Ja, was Gesundes zu Ostern, auch nie verkehrt. Also gut, aber jetzt gucken wir uns mal die Verstecke an. Da fangen wir hier mit dem Blumenbeet an und wenn wir dran schütteln, hören wir schon, da könnte was sein. Nicht nur hinten so ein Zaun und auch so ein kleines Mäuerteilchen und natürlich auch wieder eine Karotte mit einer, die noch ein bisschen braucht. Nein, wir können das Ganze hochklappen und schau, ach, guck, das erste Ei, ein blaues, ja, ein blaues Osterei. Dafür braucht er definitiv nicht die Lupe. Das sage ich jetzt mal so, das sehen wir auch so. Ja, also, da haben wir es wieder versteckt, nicht, dass der Junge das sieht. Und das zweite, was wir haben, ist hier noch so ein Blumenbeet und jetzt mit, ja, ein bisschen Mauerwerk wieder und Zaun und ein Briefkasten, ein roter. Ja, was mag da wohl drin sein? Ja. Ich verrat's. Wir machen's auf und schauen mal, ist die Post schon da oder könnte vielleicht ein graues Ei drin sein? Ja, es ist ein graues Ei. Jo, siehste, das war Ei Nummer 2. Ganz schnell wieder versteckt. Das passt auf jeden Fall nicht durch den Briefschlitz. Da würde höchstens ein Spiegelei durchgehen. Aber nun ja, das braucht er noch. Und als drittes haben wir hier noch den Hühnerstall. Da sehen wir auch da oben schon so einen Hahn. Der wacht auf, ja, was macht das sein? Ein kleines Ei vielleicht schon da unten, das gebrütet werden soll. Ja, naja gut, er hockt da oben auf jeden Fall. Und wir haben noch den Stall selber, hinter dem Zaun auch wieder. Und ob da wohl auch ein Ei drin ist? Mensch, ja, genau, ein weißes. Jo, ein schön beige-weißes, eher beiweiß. Mit gelbem Einlass noch hier in den Hühnerstall. Machen wir wieder zu, damit unser Junge auch das dritte Ei nochmal suchen darf. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, irgendwie ganz geckig. Also ich sage, für 9,99 Euro, 145 Teile, wann gab es das schon mal? Da, gut, das Ganze gibt es auch noch zu kaufen, wenn ich, während ich dies hier einspreche. Ich habe das mal überprüft. Da sehen wir auch nochmal die Anleitung, natürlich nichts großartig Spektakuläres. Das Interessante ist hier vielleicht noch die Rückseite. Da sehen wir nämlich schon, wenn ich das richtig identifiziere, das Halloween-Set 2017 mit Skelett und einem großen Kamin, der so ein bisschen aussieht wie ein Kürbis. Zumindest wirkt das so. Aber wir wechseln nochmal ganz kurz zurück zu Ostern und mir gefällt das Set. Also gerade mit diesen drei kleinen Verstecken, preislich alles in Ordnung. Die Minifiguren sind nett, also ja, jetzt auch nichts Oberspektakuläres. Da gab es ein, zwei, die vielleicht noch cooler waren, mal mit diesen Seasonal Sets. Aber von meiner Seite solide 7 Punkte, also gefällt. Und wenn man jetzt noch bestellt, vielleicht hat man es ja dann noch zu Ostern, sonst für nächstes. Lego wird ja nicht schlecht. Genau, das war's für heute dann mit der Klemmbaustein-Lyrik. Bis zum nächsten Mal und tschüss.